Wie stehen die Chancen? Jetzt wird sie ernst, senkt den Blick und schüttelt den Kopf. Scheiße, sage ich. Noch Toast? Ihr Blick zuckt wieder zu mir hoch. Kein bisschen Betroffenheit? Vielleicht, wenn mir dahinter wieder aufgetaut ist, gebe ich grinsend zurück und werfe eine Scheibe auf ihren Teller. Sie dreht sie nachdenklich mit der Fingerspitze im Kreis, schaut durch den Teller und den Tisch hindurch. Ich mochte die Wupper schon immer. Ein Großteil meiner schönsten Erinnerungen verbinde ich mit dem Fluss. Vermutlich deswegen. Und warum muss man dann drinstehen? Ich schmiere mir die andere Toastscheibe. Kann man das nicht vom Ufer oder noch besser von einem warmen Kaffee aus? Luise zuckt mit den Schultern und nimmt erneut einen Schluck Kaffee. Kann man vielleicht. Aber irgendwie musste ich einfach reinsteigen, nachdem ich wusste, dass ich, was ich habe. Weiß auch nicht. Um das Leben zu spüren oder sowas. Ich verteile großzügig einen Teller auf meinem Toast und biete ihr auch etwas an. Sie hebt abwehrend die Hand. Muss auf meine Linie achten, sagt sie geziert und lacht wieder. Was hast du denn, frage ich. Lungenkrebs, kleinzellig. Klingt böse, sage ich, und sie nickt. Die Ärzte haben mir 3 Monate gegeben. Die sind morgen um. Ja, da hätte ich dich auch saufen lassen können. Gestatten, Vorname Wuppertaler, Nachname Einschienen Hängemann. Mein Papa hat mich aber liebevoll Schwebebahn genannt, was ja auch viel einfacher ist, als mich immer Einschienen Hängemann zu rufen. Mein Papa war Eugen Lange, das weiß ja im Wuppertal jeder. Papa ist jetzt schon lange tot. Aber meine Mutter, die lebt noch. Ja, Sie müssen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass meine Eltern mich so richtig gemacht haben oder so. Das ist nicht so wie bei euch Menschen mit Sex und sowas. Nein, bei uns war das ganz anders. Vor 113 Jahren hat mein Papa sich eine Stadt ausgesucht für sein Baby. Meine Wenigkeit. Und seine Wahl fiel auf Wuppertal. Meine Mama ist ja auch sehr attraktiv. 2 große Busen und in der Mitte ein Fluss. Perfekt für eine Einschienenhängebahn wie mich. Meine Mama ist also Wuppertal. In ihrer Körpermitte bin ich gewachsen und, naja, wegbewegt habe ich mich da jetzt auch nicht so wirklich. Nicht, dass sie jetzt denken, ich wäre ein Mutterkindchen oder Nesthocker oder sowas. Nein, aber mein Papi hat mich halt hierher gebaut. Und meine Mami ist jetzt auch nicht die Schlechteste, dass ich da jetzt unbedingt weg müsste. Okay, sie hat immer ganz schön miese Laune und heult dauernd auf die Leute runter. Es kann ja nicht immer regnen. Damals, vor gefühlt 100 Jahren, da gab es eine Nacht, in der ich über das Geländer der Brücke vom Steinbecker Bahnhof stieg. Ich war ziemlich betrunken, musste ganz dringend pinkeln und fand es eine gute Idee, das auf dem Metervorsprung stehen zu tun, der unter der Brücke herausragte. Ich weiß noch, wie ich ein Auge, ich glaube es war das rechte, zukneifen musste, damit ich nicht aus Versehen gegen die Oberleitung kam. Flüssigkeit leitet. So eine Info bleibt selbst mit 2 Promille präsent. All das fiel mir wieder ein, als ich in dieser knackig kalten Nacht über die Südstraße lief und ihn dort stehen sah, wo ich ein paar Generationen zuvor haarscharf an meinem vorzeitigen Ruhestand entlang gestrappt war. Dirigiert von diesem Erlebnis wäre ich wohl auch einfach weitergegangen, hätte er nicht augenblicklich angefangen zu schreien. Bleiben Sie stehen! Gehen Sie weg oder ich springe! Du musst dich schon entscheiden, sagte ich bemüht lässig. Was? Was reden Sie da? Also, erst sagst du, ich soll stehen bleiben, dann, dass ich gehen soll. Du musst dich schon für eins entscheiden. Er überlegte. Dann sagte er, bleiben Sie stehen. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du machst schon die ganze Zeit ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Regenwetter? Pah, schön wär's, mockere ich. Das ist doch nicht dein Ernst. Es könnte kein schöneres Wetter sein. Blauer Himmel, die Sonne lacht. Es sind bestimmt noch 20 Grad und das im November. Du sagst es, November. Das ist traditionell der Monat der grauen Wolken und des Dauerregens. Jetzt freu dich doch, dass wir noch mal draußen sitzen können. Meine beste Freundin hat nun auch einen leicht gereizten Unterton. Ich will aber nicht draußen sitzen. Und was machst du dann hier? Trotzdem habe ich das Gefühl, jeder schaut mir nach. Wieso wusste der Paketbote meinen wirklichen Namen, frage ich mich. Und wer erfuhr, hat das gehört? Wer hat sich gewundert, dass ich mit einem anderen Namen angesprochen wurde? Und wer von denen, die es gehört haben, erinnert sich noch an die Zeitungsmeldungen von damals? Marianne N.,
So wurde ich in den Boulevardblättern zum Glück meistens genannt. Wenn N bloß für niemanden stehen würde, dachte ich damals immer. Ich wünschte mir, nicht zu existieren. Aber ich bin immer noch da. Meine Hände sind reingewaschen vom Blut, aber die Schuld klebt immer noch an mir. In meiner Wohnung angekommen, riecht das Päckchen nach Regen und nasser Pappe. Ich drehe die Heizung auf, lasse die Rollladen herunter und öffne es mit zittrigen Fingern. An das Blut muss ich denken, an das viele Blut und wie ich es abgewaschen habe. Man muss doch saubere Hände haben, dachte ich mir damals, wenn man sie in Handschellen steckt. Man kann doch nicht mit blutigen Händen im Polizeiwagen sitzen und vor Gericht. Man muss zumindest einen guten Eindruck machen. Es sind nicht die Scheidungspapiere. Es ist ein Dossier. Ein Journalist namens Wolfram Zierborn hat meinen Vater und meinen Ehemann interviewt. Er versucht, die Hintergründe meiner Tat aufzurollen, da er der Ansicht ist, dass die Justiz den Fall nur unzureichend beleuchtet hat. In einem Brief fordert mich der Mann auf, doch meinen wahren Namen wieder anzunehmen und mich der Öffentlichkeit zu stellen. Da ich offenbar in der Lage sei, einer normalen Tätigkeit nachzugehen, wäre ich vermutlich nicht geisteskrank, wie es mein Vater behauptete.